Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele of all time. Witcher, The Wild Hunt. Puh, meine Freunde, ich habe schon so viel über dieses Spiel erzählt, in anderen Livestreams, in anderen Let's Plays oder was auch immer, und habe immer von Witcher 3 geschwärmt. Und wie ich sehe, sind sehr viele Leute im Chat dabei, die The Witcher nicht kennen. Ich weiß nicht, was ihr sonst noch für Fehler in eurem Leben begangen habt, aber das, meine Freunde, das müssen wir korrigieren. The Witcher 3 ist meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, eins der besten Spiele, die es jemals gegeben hat. Storymäßig, missionsmäßig und alleine von seiner Atmosphäre her etwas, was ich zuvor noch nie gesehen habe. Ich habe das Spiel beim Release gespielt, damals. Und The Witcher 3 ist das Videospiel, die Geschichte, die ich gerne aus meinem Kopf nochmal löschen würde, nur alleine, um das Spiel nochmal blind spielen zu dürfen. Das ist uns leider vergönnt, aber es sind einige Jahre vergangen, seitdem ich Witcher gespielt habe und, naja, Erinnerungen verblassen. Und heute spielen wir es gemeinsam nochmal. Aber nicht so wie damals, sondern ein wenig anders. Denn ich habe viele Optionen ausgewählt, die es damals noch gar nicht gab. Ne? Es gibt neue Patches, neue Optionen, neue DLCs etc., die natürlich alle dazugekommen sind in diesen Jahren. Und einige davon werde ich euch heute noch zeigen. Ich gebe nur mal einen kleinen Teaser. Ich habe die Lebensbalken der Gegner und Bosse ausgemacht. Das heißt, wir spielen Monster Hunter-like ohne Lebensbalken. Wir haben keine Ahnung, ob das, was wir tun, überhaupt effektiv ist, irgendetwas bringt oder ob das Monster gleich zusammenkippt. Das ist nur eine der vielen Einstellungen, die ich gerade getätigt habe. The Witcher 3 ist natürlich optisch sehr anspruchsvoll. Mal gucken, ob mein PC das aushält.
sollte eigentlich kein Problem sein. Ich spiele es diesmal mit Controller und nicht mit Tastatur, so wie damals. Das dürfte auch nochmal was anderes werden. Die Steuerung bei The Witcher war so ein kleiner Kritikpunkt. Es war nicht alles perfekt. Ich glaube aber, dass es mit dem Controller ein bisschen besser wird. So, jetzt wollen wir aber ins Spiel reintauchen, liebe Freunde. Geralt ist ein Monsterjäger, ein sogenannter Hexer. Und hier bei in Kaer Morhen oder wie auch immer man es ausspricht, Kaer Morhen oder wie auch immer die das sagen, ist quasi unsere Hexerschule oder unsere Hexer, keine Ahnung, unsere Hexerburg. Hier werden die Hexer ausgebildet, okay? Was ist ein Hexer? Ein Hexer ist ein Mensch, der, naja, ich würde sagen, genetisch ein bisschen verändert ist. Sie leben sehr, 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 sehr lange, sind nahezu unsterblich und haben sogenannte Hexersinne. Was sie aber alles können, werden wir noch erfahren. Und die gute alte Yennefer, die übrigens starke Ähnlichkeit hat mit jemandem, den ich in Vergangenheit kennenlernen durfte, ist gerade unsere Love Interest. Das bedeutet, sie ist mehr oder weniger unsere Freundin. Und ja, dieses Spiel wird brutal, dieses Spiel wird sexuell und man hat die ein oder andere Möglichkeit, hier ein bisschen Spaß zu haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich die Streams und auch die Videos auf 18 stellen müssen, weil es sonst ein bisschen kritisch wird. Ich habe mich gegen ein Spiel Plus entschieden, weil ich einfach nicht mit meiner alten Ausrüstung und den Leveln etc. Spielen wollte. Ich wollte ein neues Erlebnis für uns alle haben. Und, meine Freunde, ich habe die Option eingestellt, dass unsere Gegner mit skalieren. Das heißt, es wird nie langweilig werden. Die schwachen Monster werden stark. Egal wie hoch wir gelevelt sind und was für krasses Equipment wir haben. Es wird also auch eine kleine Herausforderung werden. So. Ich werde jetzt für die erste Spielstunde, wie immer, bei einem neuen Let's Play die Alerts aushaben. Werde danach dann aber natürlich alles vorlesen. Ganz klar, wir sind hier auf Twitch und das Let's Play läuft nach den Streams auf Gameboy, meinem Zweitkanal. Alright? Okay, dann lasst Scheiße. Uns doch mal... Der Bergpass ist schön wie eh und je. ...das Spiel erkunden. Und nochmal, wer dieses Spiel bis dato noch nicht kennt... Es lohnt sich, dabei zu bleiben, Freunde. Wenn ich euch sage, das ist eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe in meinem Leben, und ich habe viele Spiele gespielt, dann vertraut mir, wenn ich dieses Urteil fälle. Okay? The Witcher 3 ist nicht umsonst eins der beliebtesten Franchises oder Spieletitel der letzten Jahre und hat nicht umsonst Unmengen an Preise und whatever gewonnen. Nebst der Optik ist natürlich auch die Musik etwas Wunderbares, etwas Einzigartiges, die Musik in diesem Spiel. Aber mehr werden wir sehen. So, finde mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer. Jetzt ist die Frage, wie aktiviere ich noch gleich die Hexersinne? Ah, genau, das sind unsere Zauber, by the way. Wir haben verschiedene Zauber, wir haben Jürden, wir haben Quen, wir haben Igni, wir haben Axi und wir haben Arde. Ne? Also Wind, Feuer, hier Psycho, keine Ahnung, wie ihr das alles benennen wollt. Aber auf jeden Fall, das sind unsere Zauber, die werden wir im Verlauf des Spiels noch sehen. So, die Hexersinne lassen uns interessante Gegenstände im Raum finden oder Spuren. Okay, das ist ganz wichtig, denn bei The Witcher geht es ein bisschen darum, Detektiv Conan zu spielen und... teilweise Sachen zu entdecken und die können wir eben mit unseren Hexersinnen ein wenig besser ausfindig machen. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Ja, der Geralt hat nach den Übungen mit der Yennefer wahrscheinlich auch keinen Saft mehr. Und ja, wir werden sehr viele dumme Sprüche von mir hören in diesem Let's Play. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche.
Ach, die Yennefer erinnert mich nicht nur optisch, sondern auch mit ihrer schlagfertigen Art an eine gute Dame. War eine sehr interessante Bekanntschaft, to say the least. So, alright. Also wir haben jetzt den Schlüssel, genau, und wir begeben uns jetzt in die untere Etage. So, wir können natürlich wieder springen, wir können sprinten, wir können zaubern, wir können fechten, kämpfen, wir können Hexersinn aktivieren, wir können interagieren, wir können reiten und alles Mögliche. So. Begib dich auf die untere Etage. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Ach, es ist so schön, wieder hier zu sein. Es ist wirklich... Oh mein Gott, Freunde. Dieses Let's Play wird ein Schmaus werden für uns. Ja, dieser junge Herr, beziehungsweise dieser alte Herr, er ist nämlich sehr, sehr alt, ist mehr oder weniger unser Lehrer, wenn ich mich richtig entsinne. Er ist quasi der Großmeister dieser Burg, der Babbo, der Boss. Wir sind vom... Ich weiß nicht, ob es ein Clan ist. Ich weiß nicht mehr, wie man es nennt, aber das Logo von The Witcher ist ja ein Wolf. Und das ist ja auch die Kette, die Geralt trägt. Wir sind vom Wolf-Clan, wenn man so möchte. Es gibt auch andere Hexerstämme oder Clans, wie auch immer, die nicht alle nett sind, sagen wir es mal so. Und wir bilden gerade mehr oder weniger unseren Neuzugang aus. Und das ist Ciri. Ciri ist, nein, nicht der Roboter, den ihr anmachen könnt. Wahrscheinlich sind jetzt bei euch allen gerade irgendwelche Handys angesprungen, sondern Ciri ist, ein Mädchen. Mehr will ich darüber noch nicht verraten. Und sie nimmt in diesem Spiel sowas wie Geralts Tochter ein oder kleine Schwester, wie auch immer. Und wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wenig werden. Genau, Wolfschule. Genau, es war eine Schule. Alright. Es gibt Wolf, Schlange, Falke und Katze. Alright. By the way, wenn wir mal wieder solche Konversationen haben, dann ist es sehr wichtig, darüber nachzudenken, was man sagt. Denn tatsächlich, ganz im Gegensatz zu anderen Spielen, die behaupten, dass Entscheidungen mattern würden, sind Sachen, die man in Witcher 3 sagt und tut, von Gewicht. Denn sie haben direkten Einfluss auf das, auf die Zukunft und auf das Spiel und auf die Charaktere im Spiel, okay? Deswegen, wenn wir mal vor einer Entscheidung stehen, sollten wir vielleicht nicht rumtrollen, sondern vielleicht eine sinnvolle Entscheidung treffen. So, bring unser Fräulein in den Burghof. Sie will üben, das kann sie haben. Wir haben sie verwöhnt, sei nicht wütend auf sie. Ne, auch hier wieder. Sei nicht wütend auf sie. Wir nehmen so ein bisschen die Seite von Ciri ein. Wir haben sie verwöhnt, ist... Ja, das junge Mädel, was haben wir nur mit der gemacht und so, ne? So. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel?
Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Rennen wir über die Mauern? Diesmal nicht. Ciri, du kannst gerne alleine über die Mauern rennen. Diesmal nicht. Glaub mir, du solltest Wesemir nicht warten lassen. Der gute alte Wesemir. Ja, moin! Oh oh. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Ich glaube, ihr merkt schon relativ früh, wie die Dialoge in diesem Spiel geschrieben sind. Sie sind sehr gut und immer für eine Überraschung offen. Also das hier ist ein kleiner Vorgeschmack, aber setzt den Ton des gesamten Spiels. Die Dialoge sind nicht einfach bla bla bla, bring mir 10 Schafspelze und bla bli blub, was niemanden interessiert, sondern sie sind wirklich, wirklich gut geschrieben. Okay? Und es macht Spaß, sich solche Zwischensequenzen anzusehen. Und das ist sehr rar.
So, fangen wir lieber mit den Grundlagen an. Legen wir gleich mit dem Freistil los. Let's go. Legen wir mit dem Freistil-Training los. Wozu nochmal die Grundlagen durchkauen? Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was du... Lese mir. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wascherwolf. Nein!